Hey Leute, hier ist der Leaningzeuger und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von UX Gaming. Im Hintergrund seht ihr ein 30:0 FFA, auf jeden Fall mega sehenswert. Gönnt euch das Gameplay im Hintergrund und ihr habt schon im Titel gelesen, worum es heute so grob gehen soll. Und zwar um, ja, die Viewerschaft, sage ich mal, die Zuschauerschaft von Competitive Call of Duty jetzt in der Infinite Warfare Season. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie stark verfolgt ihr diese E-Sport-Saison auf MLG-TV? Guckt ihr euch die Spiele live an oder schaut ihr nur zwischendurch mal rein? Seid ihr überhaupt richtig hyped, wenn neue Turniere angekündigt werden? Oder wie geht's euch dabei? Weil bei mir ist es so und ich denke auch bei vielen anderen, dass man irgendwie überhaupt nicht mehr so diesen Hype und diesen Drang verspürt, wenn gerade ein Tourney ist, ein großes, sich das reinzuziehen. Und das spiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen wieder, denn man sieht, dass im Vergleich zu der Black Ops 3 Season viel, viel weniger Leute zuschauen bei Competitive Call of Duty Turnieren. Und ich denke, da gibt es mehrere Gründe für, warum das so ist. International betrachtet denke ich zum einen vor allem daran, dass Activision sich wieder vertraglich an MLG TV gebunden hat. Und MLG TV ist nun mal einfach nicht so bekannt wie Twitch oder YouTube. In diesem Vertrag steht anscheinend, ja, ich habe natürlich auch nicht gelesen, dass Activision nur auf MLG-TV streamen darf. Das heißt, sie dürfen nicht irgendwie auf MLG-TV, Twitch und YouTube gleichzeitig streamen, sondern nur auf MLG-TV. Und da MLG-TV eben einfach nicht so bekannt ist und meiner Meinung nach die Seite auch einfach nicht so gut funktioniert, ja, also die ist einfach nicht so schön designt, nicht so schön aufgebaut, ist meine Meinung, schauen sich das auch einfach nicht so viele Leute an. Gerade weil sich auch, sag ich mal, Leute, die sich jetzt nicht primär für den Call of Duty E-Sport interessieren. Diese Leute werden auch überhaupt nicht aufmerksam darauf. Wenn die vielleicht mal auf Twitch gesehen haben, oh, Call of Duty, da ist ein großes Turnier, okay, schaue ich mal rein. Aber das ist ja auf MLG-TV gar nicht der Fall, weil solche Leute erst gar nicht auf MLG-TV gehen. Und ich denke, gerade das ist der Hauptgrund, warum eben diese Streams teilweise irgendwie nur 5000 Zuschauer haben und früher ja teilweise echt 80.000 in der Black Ops 3 Season. Und da wurde ja auch immer zeitgleich auf YouTube und Twitch gestreamt, was auf jeden Fall ein Riesenvorteil war. Und die Zuschauerschaft war da wirklich enorm. Und generell auch jetzt mal auf unser Land, auf Deutschland bezogen, merke ich, dass irgendwie der Hype um Competitive Call of Duty mega abgenommen hat. Und ich denke, auch das hat mehrere Gründe. Zum einen denke ich auch wirklich, dass gerade jetzt, wenn es in Richtung Casual reingeht, in Leute, die normalerweise nichts mit COD Competitive am Hut haben, dass wirklich auch da nur diese Person Visca Barca und auch dieser ganze Hype um Fab E damals ein großer Impuls war für viele Casual Gamer, mit Call of Duty Competitive anzufangen und sich da mal ein bisschen einzulesen. Und da eben darüber gar nicht mehr berichtet wird, Fab E kein wirklich, ja, sag ich mal, medial vertretenes Team mehr hat, was eine große Reichweite hat, auch in den Casual-Bereich rein, ja, dringt das einfach nicht mehr aus dieser engen und kleinen deutschen Competitive-Szene heraus, sodass eben nur noch, ich sag mal, die Stammleute, wahrscheinlich größtenteils die Zuschauer von unserem YouTube-Kanal hier, UX Gaming, sich für den Call of Duty E-Sport im Allgemeinen interessieren und eben die Interesse der, ich sag mal, Public-Spieler und typischen YouTube-Zuschauer einfach zurückgegangen ist, dadurch, dass da eben nicht mehr so viel drüber berichtet wird. Und ich denke, dass das liegt aber auch noch zusätzlich daran, dass diese Casual-Zuschauer eben einfach kein konstantes Team haben, was sie anfeuern können, ja? Weil in Deutschland ist ja generell ein großes Problem, dass eben die Spieler oft nicht richtig vertraglich gebunden sind, da sie eben auch einfach nicht genug Geld verdienen, um davon leben zu können, da das die Organisation natürlich auch gar nicht aufbringen können. Und das ist eigentlich generell ein großes Problem in Deutschland, da dadurch eben man kein Team hat, hinter das man wirklich stehen kann und dadurch auch das Interesse in Deutschland und durch diesen Vertrag mit MLG-TV auch auf der ganzen Welt für den COD-E-Sport im Vergleich zur BO3-Szene wieder zurückgegangen ist. Und ich hoffe, das wird sich ändern beim neuen Call of Duty, weil das wird ja wieder Boots on the Ground sein. Bewerten und kommentieren nicht vergessen, das war's schon wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Leading Striker. Tschüss.